Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Train Simulator. Ja, ich weiß, diese Woche schon das zweite Mal. Aber ja. Heute haben wir eine Sonderstation. Wir fahren die Hamburger S-Bahn. So. Erstmal Türen auf. Und danach wird das Fahrzeug aufgerüstet. Mal rausnehmen. Licht anschalten. Wie, wir dürfen schon abfahren? Na, dann machen wir das doch. Bremse weg. Und dann geben wir mal Gas. Gucken, wir nicht zu schnell werden. Denn es gilt 40. Und da wir im Karrieremodus sind, wird alles andere nur Punkte verpassen. Da wollen wir nicht. Sauber abliefern. Kommst du noch 218 entgegen? So viel zum Thema möglichst sauber. Und Türen auf. Waren wir vor der Zeit oder wie sieht's aus? Ich glaube, wir waren ein bisschen vor der Zeit. Er läuft da spazieren. So, wir sehen nicht viel vom Fahrzeug. Aufgrund dessen haben wir hier so Bildschirme drin. Die sind auf Kameras an den Bahnsteig gekoppelt. Das heißt, wir sehen dann was. Dann dürfen wir auch schon wieder abfahren.
Na, bremsen wollte ich eigentlich nicht. Das Signal, was uns jetzt gleich Freifahrt zeigt. Und wenn wir da den letzten Wagen vorbei haben, ja, dann darf ich auch Vollgas geben. So, jetzt auch noch wieder. FPS-Einbrüche. Wow, die Bremse hat gerade noch so funktioniert. Die Bremsung hat gerade noch so funktioniert. Ich drücke auf der falschen Fahrseite offen, das heißt, wir können natürlich nicht sehen, wo es offen ist. Auch nicht schlecht. Was klappert hier dem Fahrzeug eigentlich immer so? Weil wir da in dem Bereich von 40 sein müssen und da auch schon der nächste Bahnhof kommt. Einmal Türen öffnen, aber wie wir in der Staffel schon mal gelesen haben, Endstation, weil vor uns Bauarbeiten.
Wobei das Problem hier wohl ganz anders liegt. Wie ihr seht, da geht es über den nächsten Bereich, deswegen könnten wir da gar nicht weiterfahren. Das ist so ein bisschen unser Problem. Aber die Anlage sieht ist relativ umfangreich gebaut. Zurück, ich habe gerade dürfen abfahren. In dem Bereich dürfen wir nicht mehr als 20. Von daher fahren wir auch nicht mehr als 20. Einkriegen und dann leiten die Bremsung ein. In dem Sinne möchte ich mich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, euch hat die, wenn auch kurze Tour gefallen. Und nach der Auflösung hoffe ich, dass wir uns dann 779 Öl, das ist wenig. Ach nee, es gab ja noch 979. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr tatsächlich auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.